liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebes Kollegium, liebe Schulleitung, Frau Philipp und lieber Herr Nuss, lieber Werner Schmidt, liebe Gabi Streile. Sehr herzlich möchte ich Sie heute Abend zu unserer Vernissage des Künstlers Werner Schmidt mit dem erlebten Titel Maigrillen begrüßen. Vive la Peinture steht mit großen blutroten Lettern auf einem weißen Banner, welcher unübersehbar an der Wand im Treppenhaus der Firma Apelt in Oberkirch hinaufführend zu seinem Atelier mit industriellem Loftschaum hängt. Vive la Peinture. Alles dreht sich um Farbe, um reine Malerei. Die Verdichtung der Farbe, der Verzicht auf jede Art von Gegenständlichkeit in ihrer Erscheinung. Dies erfordert nicht nur vom Maler, sondern auch von dem Betrachter ein Höchstmaß an Konzentration. Eine Reihe von Arbeiten mit dem Titel Kleine Farben, die Edition Tulla, wir wollen sie Ihnen sehr ans Herz legen, wir werden auch nachher noch kurz drüber sprechen, zeigt, dass bei dem entsprechenden Abstand das Format unwichtig wird, das Bild sozusagen entmaterialisiert. Wir werden, wie gesagt, nachher noch drauf eingehen. Werner Schmidt reduziert Malerei auf wenige vielschichtige Farbzonen, die bei versteckter Expressivität Kompositionen von meditativer Ruhe entstehen lassen. Werner Schmidt, geboren 1953 in Oppenau im Schwarzwald, lebt und arbeitet gemeinsam mit seiner Frau Gabi Streile, ebenfalls Malerin, und seit 1985 arbeitet er als freier Künstler ebenfalls in Oberkirch und hat auch ein Atelier in Berlin, wo er uns gestern Abend erzählt hatte, dass er dort die Ruhe dann auch zum intensiven Arbeiten findet. 1972 bis 1977 hatte er das Studium durchgeführt an der Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim, unter anderem unter der Leitung von Jürgen Brottwolf und Hans Waschang. Mit dem Diplom für Grafikdesign gründete er eine Werbeagentur und wie Frau Vogt auch schon eben hingewiesen hatte mit dem Slogan Badische und Unsympathische, mit dem Spruch bin ich persönlich aufgewachsen, denn ich komme aus Offenburg, aus der schönen Ortenau. 1989 eben bekam er das Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg. 1993 prägte ihn ein sechsmonatiger Arbeitsaufenthalt in New York. Und auch nochmal 1995 bekam er das Stipendium des Landes Baden-Württemberg für die Cité des Arts in Paris, was eben auch das Französische bei ihm geprägt hat. Ein Lehrauftrag 1995 bis 1996 an der Universität in Mainz. Und weitere Arbeitsaufenthalte durchlebte er in Marokko 1999 und in Finnland 2000. Ebenfalls auch ein Reisestipendium an der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München. Also er war wirklich sehr, sehr fleißig und eben auch sehr vielseitig global gesehen. Mitglied im Künstlerbund von Baden-Württemberg ist er, im Bundesverband Bildender Künste und im, wie gesagt, die Plakatbandkunst e.V. Die Liste seiner Auszeichnungen sind sehr lang. 2016 erhielt er den Art Karlsruhe Preis des Landes Baden-Württemberges und 2017, das hat mich auch sehr beeindruckt, bekam er den Auftrag des Preußischen Landtages für ein Porträt des Berliner Ehrenbürgers Dr. Wolfgang Schäuble, ein Gengenbacher eben auch aus meiner Heimat. Werner Schmidt ist ständig vertreten durch die Galerie Atea in Mannheim, in Tammen, Berlin, Karlsruhe und Freiburg. Er leitet als Projekte als Kurator für die Kunstsammlung Badische Stahlwerke viele Ausstellungen. Im letzten Jahr waren es an die 10 Ausstellungen gewesen. Farbflächen pur. Die Bildgestaltung ist ruhig, nur die Farbe wirkt. Der Farbauftrag ist dünn und wässrig. Die Pigmente stammen noch aus dem elterlichen Malergeschäft, welches 1843 gegründet wurde. Die Pigmente sind Werner Schmidt vertraut und noch original aus den Gründerzeiten seiner Großväter oder seines Großvaters, Maler und Künstler. Er entwickelte den Schultafellack und erkannte in Werner Schmidt die Kreativität und das Talent zum Malen schon in früher Jugend. Zitat Werner Schmidt: Opa wollte, dass ich Künstler werde. Der Entstehungsprozess ist in vielen Arbeiten beinahe wichtiger als das, was an der Oberfläche am Ende zu sehen ist.
Schicht um Schicht trägt Werner Schmidt die Farbe mit breitem Pinselduktus in aufrechter Körperhaltung. Er wird es uns nachher noch demonstrieren. Und mit Muskelkraft Schicht um Schicht auf widerstandsbietenden Hartfaserplatten. Das Farbmischverfahren ist subtraktiv. Farbschichten beeinflussen einander. Und in den Arbeiten von Werner Schmidt spielt die Farbphysik eine entscheidende Rolle. Kaltes und warmes Farbempfinden, komplementäre Farben, welche im Farbkreis gegenüberstehen, sich in höchster Leuchtkraft steigern.